Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Mad Games Tycoon. Ja, so. Letzte Folge haben wir hier unser neues Büro aufgebaut. Ich hoffe, das funktioniert auch alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mit dabei jetzt alles außer genügend Arbeitnehmer, sehe ich gerade. Wir haben hier 14 Produktionsaufträge und ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit den Kleinen an. Wir nehmen mal hier so eine. Nimm mal den hier. Und gucken mal, ob wir das schaffen. 501 in. Guck mal, wir haben gerade Woche 3. Schaffen wir gar nicht. Okay, das sind immer ein Monat, nee, das ist eine Woche. Ja, das ist immer eine Woche. Also ich vermute mal, unser Maximum liegt mit zwei Maschinen bei knapp 500.000. Also das kriegen wir noch hin. Wir brauchen aber mehr Maschinen, um die großen Aufträge abzuarbeiten. Haben wir schon wieder ein neues Personal, was zu hier einstellen? Wir müssen alles haben, brauchen alles. Weil sonst kommen wir nicht in die Futten. Okay, 3 Wochen bis zum nächsten. Was können wir denn aktuell forschen? Ja, was meint ihr? Gehen wir jetzt mal in die Konsolenforschung? Wobei wir haben keine Konsolenentwicklung, ne? Aber wir müssen es ja früher oder später mal erforschen. Sonstiges erforschen. Ach, jetzt verstehe ich's. Ach Gott, jetzt habe ich's verstanden. Hier, guckt mal. Das ist, was wir brauchen zum Mach mal alles besser. Ja, super. Hier, dann erforscht mal alles schön, meine guten Freunde. Sonst bringt mir das nichts mit der Spieleentwicklung. So, aber dann können wir hier nochmal Produktionsaufträge, die kleinen, die kriegen wir hin. Das ist auch noch drin. It's me, Mario. Hier so grundsätzlich, zack, die laufen lassen. Wir müssen auf jeden Fall andauernd zu wenig Personal. Aber alles. Müssen wir noch eine Engine upgraden, fällt mir gerade ein. Die könnten wir mal upgraden. Mal gucken, wie schnell die sind. Weißt du was? Hier Entwicklung unterstützen. Oh, das geht aber eigentlich. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine größere Produktion. Da kommen ja nächste Woche gibt es hier
Dann müssen wir wieder ein Spiel rauskloppen, geht nicht anders. So, was haben wir denn? Vampir und... Arcade und Vampire. Ja gut. Wickelt mal eben schon die Engine fertig, danke. Spiel entwickeln haben. Warte mal, ich guck mal gerade, ob wir überhaupt eine Engine haben. Arcade haben wir auf jeden Fall eine Engine. Ist diese Engine denn up to date? Arcade. Yep, ist sie, glaube ich, oder? Ist sie nicht. Dann kann man machen da jetzt mal hier Arcade. 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 Ach, da ist das erste. Ich wollte gerade sagen, sah so komisch aus. Arcade Engine V2. Zack. Entwicklung unterstützen. Und hier machen wir mal gerade Automatisierung beenden. Dann warten, bis die durch sind. Zack. Was haben wir jetzt? Vampire. Bestimmt noch nicht, ey. Ne, natürlich haben wir das nicht. Aber geht relativ zügig. Und Kike hat schon gleich jemand meine Engine. Zack, so, Spiel entwickeln. Ich guck mal, ob wir noch mit A hinkommen. Alle Altersgruppen. Thema ist Vampire. Mit Unterthema. Monster. Das passt, glaube ich, gut zusammen. Genre ist Arcade. Mit Jump'n'Run. Das ist unser Zack. Kaiju Bazooie. Also, weiter. Plattform. Das ist gut. 11%. 5% und... Ah, 4,7. Ja, lass mal gerade bei den DevKits gucken. Ne. Hier ein bisschen Richtung Optik, ein bisschen Richtung Spiellänge, Atmosphäre, einsteigerfreundlich und dit. Das ist immer noch das Aktuelle. Das ist unter Konzepte eigentlich. Ach so, hier kann ich das übernehmen. Shanghai World. Das ist was? Als wichtig markieren. Ah, so. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. So, wir müssen aber ein bisschen mehr Richtung Gameplay. Zack, alles aktivieren. 11 von 15. Ja, was soll's. Halt, bitte mal kurz Pause. Bugs entfernen. Da. Sounds verbessern. Können wir noch nicht. Grafik verbessern. Können wir noch nicht. Dabei ist es auch gar nicht so schlimm, dass wir noch keine Mitarbeiter haben. Entwickler unterstützen. Und ihr forscht mal bitte. Hier weiter. So, dann können wir hier, ne, Marketing brauchen wir noch nicht. Das läuft. Hier können wir noch mal eben kurz einen neuen Produktionsauftrag machen. Das sollte machbar sein. Was
was haben wir das denn jetzt erforscht? Sound? Nö. Nö, ich dachte, das ist, hä? Na gut, okay. Ach, Schränke vergessen. Ja, ich sehe schon. Hier passt nichts in meinen Aktenschrank rein. Nur doch, da passt noch einer rein. Ist auch gut. Okay. Okay. Und weiter. Also sie kommen auf jeden Fall gegen die Bugs an, das finde ich gut. Adventure-Süßigkeiten. Ah ja, was ist das denn für ein... Dankeschön. Ja. Kohle wird gerade echt weniger. Stopp. Produktionsauftrag. Das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir hin. Hier sind wir nicht bei. So, starte Marketingkampagne. Komm her, da prügeln wir jetzt mal. Zack. Ja, geht natürlich kein Mitarbeiter hin, weil wie auch. Mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar haben. Oh ja, haben wir. Also ich frage, wie viel uns jetzt immer noch fehlen. Das kann ich kündigen auch manche Leute. So, das ist durch. Keine Bugs, das ist sehr gut. Ja, natürlich haben wir jetzt hier keine Aufwertung. Wir könnten das jetzt... Nee, selbst produzieren ist mir gerade noch zu risky. Marktstärke. Jump'n'Run. Wir nehmen aber hier Ubisoft. Ich bin mal gespannt. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ah, 80 noch geschafft. Sauber. Spielspaß Award. Geil. So, stopp. Bugs brauchen wir nicht rausfischen. Das Marketing-Ding läuft jetzt an. So, die forschen fleißig. Ich dachte, deswegen geht unsere Kohle gerade auch so runter. Die Maschinen sind echt laut, muss ich sagen. Was wir natürlich machen könnten ist, warte mal, das machen wir jetzt auch mal gerade. Das reißen wir gerade mal weg, weil dann packen wir jetzt. Wo ist Lager? Lager. Meißen wir jetzt nämlich den Lagerraum hin. Und zack. Den vergrößern wir. Zack, besetzen. So, weil dann können wir da noch ein oder zwei Maschinen mit reinsetzen. Wir müssen erstmal abbrechen. Tschüss. Dahin.
Wo ist es? Lagerraum. So, das passt nämlich auch etwas besser. Und dann gucken wir, wie viele Maschinen wir da noch reinkriegen würden. Produktion, verdammte Axt. Also eins, zwei, vielleicht. Brauchen wir aktuell noch eine da rein. Aber wir könnten. Zwei noch dazu. Wenn ich die jetzt hier hinbauen würde. Machen wir aber erst später. Weil das wird sonst gerade zu teuer. Wir müssen erstmal Kohle reinkriegen. Gerade wichtiger. Auf jeden Fall jetzt 30 pro Zyklus, wenn ich das richtig gesehen habe. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir. Ja, 30 pro Zyklus. So, ihr könnt mal, sagen, wofür soll ich den Sparpaket entwickeln? Hier schon mal an einen Patch rangehen. Das könnte gut werden. Das könnte echt gut. Was war das? Ich bin mich gerade erschrocken, ey. Und ihr könnt mal Auftragsarbeit machen. Denkspiel, Abgabe 54 Wochen. Sollten wir hinkriegen. Alle Altersgruppen. Vampire mit dem Unterthema Monster. Arcade. Haben wir für Denkspiel eine Engine? Ja, aber nur die kleine. Dann nehmen wir nochmal wieder Arcade. Das ist uns vorgegeben. Machen wir mal nur die drei. Und die nehme ich mal in Ruhe entwickeln. Halt, wir setzen aber direkt die mit dran. Immer noch nicht. Können wir hier mittlerweile was machen? Nö, ich verstehe es nicht. Personal kriegen wir. Hier haben wir noch zwei. Wir uns immer noch haufenweise Leute, ey. Das ist so. Alter, das geht da mal richtig steil. Ja, komm. Ich leg's mal drauf an. Ich leg's echt mal drauf an. Das, was wird, ich lass mich echt überraschen, ey. Gar nicht so schlecht. Kommt ordentlich was hinzu. So, das Patch-Ding ist aber auch gleich fertig. Okay, wir waren bei 1,2 Mille. So, danke. Toll. Wir sind bei 1,1. Wir können mal eben hier komm, unterstützt mal die Entwicklung. Dann sind die ein bisschen schneller fertig. Unterstützen jetzt? Ja. Wir können hier einfach nichts machen. Ich verstehe das nicht. Arbeit, Spaß am Job. Ernsthaft? Geheime Programmiertechniken. Mhm.
Wir machen mal das. Ich will mal gucken, wer da hingeht. Ob da überhaupt irgendjemand hingeht. Ja, doch, da gehen noch tatsächlich einige Leute hin. Eineinhalb von 21 ist jetzt nicht so viel. Ja, mal gucken, was sie sonst noch so Schönes haben. Okay, das Ding geht gerade wieder nach oben. Ich glaube, die 500 haben wir eigentlich wieder raus, glaube ich. Müsste. Eigentlich müsste das. Produktionsaufträge. Schaffen wir dicke. Videogame Boom. Plus 50. Wow. So, eigentlich müsstet ihr direkt Unterstützung abbrechen. Spiel entwickeln. Das reicht. Vampire. Mit Radioaktivität. Hauptgenre Arcade. Untergenre Simulation. Gar nicht wahr? Ein Rollenspiel. Warte mal, was ist aktuell? Adventure Süßigkeiten. Alles klar. Arcade. Neue DevKits. Na, das lohnt sich, glaube ich, für uns noch nicht. Nee, 5,6 und 5,6. Zack. Alle Sprachen. Hier ist eh alles angeklickt. Und gib ihn. Oui. Alles klar. So, warte mal, ihr. Warte mal, wo seid ihr denn? Wart ihr das? Nein, ihr seid das. Abbrechen. Ihr. Bugs entfernen. Suncraft. Können das Spiel verbessern? Warte mal, das muss ich mir gleich mal anschauen. Könnt noch mal hier zack noch ein bisschen Hype generieren. Nein. Das sollten wir schaffen. Zwischensequenzen. Zack, direkt erforschen. So, und wenn die gleich fertig sind, unterstützen die. Mal, wir könnten hier nochmal eben halt Produktion. Produktion noch ein bisschen hochschrauben. Fertig. $25 drin. Ich bin gespannt. Sollte aber auf jeden Fall reichen. Zack. Hier bitte mal unterstützen. Halt gar nicht wahr. Ich unterstütze nicht. Zack. Hier bring mal bitte hier mal ein Patch raus. Für mich gerade ein bisschen wichtiger. Oh, und schon wieder direkt neues Feature. Und neues Genre. Ja, hier gibt es auch wieder Maximus von Pony.
Patch ist draußen. Dann lass sie mal unterstützen, die Jungs. Ui, da gab es auch wieder Kohle. Einmal neue Engine verfügbar. Okay, dann wollen wir mal gucken. Publisher suchen. Arcadi, Marktstärke. Mit dem haben wir schon mal zusammengearbeitet. Wir nehmen die, die mögen wir. 79%. Ja, ich würde mal sagen, nee, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir direkt hier mal eine Marketingkampagne achter an. Nach. Wie denn? Ich habe keine Konsole, du Eierkopf. Zurück. Games. Radio. So, allerdings würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Folgenbreak und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis denn. Tschüss.